Hallo zusammen, Videotagebuch Teil 2. Heute zeige ich euch mal das Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft. Dazu muss ich die Kamera ein wenig schwenken, wenn ihr es nicht schon im Hintergrund gesehen habt. Hier drin in diesem Klotz befindet sich gerade die Truppe von Trainer Rainer Adrion, bereitet sich auf das Spiel am Donnerstagabend gegen die Niederlande vor. Und das Hotel befindet sich in perfekter Lage, direkt am Strand. Ich schwenke hier mal ein bisschen rum, ja, hier sieht man noch nicht so viel, aber jetzt kommt's hier. Da ist Wasser, da sind Pools, da sind Palmen. Und apropos Klotz, hier gibt es noch ein paar andere Hotels, die hier wie in einer Kette aufgereiht sind. Zum Beispiel das Teamhotel der Norweger. Da werde ich mich jetzt, so sieht mein Programm für heute aus, hinbegeben und eine Pressekonferenz am Strand besuchen. So sagt es der Norweger zumindest. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Habe ich auch noch nie mitgemacht. Mal schauen, wen man da abgreifen kann. Und dann geht es von hier aus, irgendwo hinter diesen Klötzen, per Bus zum Stadion. Donnerstagabend, Auftaktmatch gegen die Niederlande. Und das Ziel ist nicht nur für mich, sondern auch vor allem für die Mannschaft, dass wir dann hierher wieder als Sieger zurückkehren. Alles klar, viel Spaß noch und drückt die Daumen. Ciao!